On the Internet, you decide what you do, right? Im Internet entscheidest du, was This du is tust, a question oder? That I found on your website, das ist eine Frage, auf der, die ich auf And, eurer Webseite well, gefunden habe. What you think. It sounds quite plausible. But the answer that they Und give ich weiß nicht, was ihr denkt, maybe not. Aber die Antwort, so die ihr hier auf eurer Webseite gebt, ist vielleicht nicht. What you do on the Internet. Und die Frage, die wir heute hier behandeln wollen, ist, wer das denn tatsächlich entscheidet, was ich tue im Internet und was das für Konsequenzen now, hat. They are Thomas Lohninger, Thomas Lohninger who fought against data retention in Austria hat in Österreich gegen Datenvorratsspeicherung geklagt. Christoph Talib ist der Kampagnenmanager für die französische NGO. Und zusammen werden sie uns hier erzählen, über wie man das Internet wieder neutral bekommt. Vielen Dank. Aha, jetzt suchen wir erstmal nach den Folien hier. So, jetzt möchte er was zum Titel sagen. Als wir uns auf diesen Titel festgelegt haben, bevor der Trump gewählt wurde. Wir werden uns damit beschäftigen, wie man Netzneutralität durchsetzen und das Internet offen halten kann. Und erst danach kamen die Wahlergebnisse in Amerika. Und jetzt gibt es eine neue Kampagne, die heißt SaveTheInternet.eu. Und diese Kampagne hat vor 3 Jahren gestartet, als die Kommission die Prinzipien ablegen wollte. Und ihr könnt alle auf SaveTheInternet.eu die Archivseite sehen. Lass uns ein bisschen mehr über die Kampagne sprechen. Was ist das Einzigartige hier daran? Wir haben jede einzelne Codezeile Open Source verfügbar gemacht, um den Repräsentanten des Europäischen Parlaments und den entsprechenden Leuten diese Sachen zu zeigen. Hier seht ihr den Datengraph, wo man über die 3 Jahre sehen kann, an welchen Stellen wir großen Erfolg hatten, an verschiedenen Stellen in Europa, zum Beispiel in den Niederlanden von der Reddit-Gemeinschaft oder netzpolitik.org oder change.org. Und Alexander Lehmann hat uns sehr viel geholfen. Zum Beispiel Firefox hat ein Codezeile gepublished, um das Internet zu schützen. Es gibt also diesen Kampf um Netzneutralität in Europa und die Leute gehen auf die Straßen, zum Beispiel in Demonstrationen in Barcelona, in Riga, in Bonn, in Brüssel, in Wien. Das ist wirklich ein Gruppeneinsatz. Es gibt 23 NGOs in verschiedenen Ländern, die alle zusammen für dieses Ziel kämpfen. Am Ende haben wir fast 500.000 Unterschriften gesammelt, um die Netzneutralität im Kampf zu unterstützen. Und nach den Regulierungen in Europa gab es maximal 100 Kommentierungen dazu. Es gab also nicht viel öffentliches Interesse, aber das haben wir wirklich geändert. Denn die Leute, die sich das überlegen, werden plötzlich von der Öffentlichkeit gesehen und müssen sich rechtfertigen. Und wenn man an die Einsendungen nach den Ländern sortiert, erkennt man natürlich, dass Deutschland die meisten Einsendungen hat. Okay, das liegt daran, dass in Deutschland die Diskussion feiner und weiter geführt wird. Zum Beispiel in Italien ist es ein bisschen anders. Einige kleine Länder haben überproportional beigetragen. Österreich, Schweden, Dänemark und Schweden stehen hier besonders raus, weil die NGOs hatten, obwohl sie von Freiwilligen betrieben wurden, in den lokalen Sprachen das gemacht haben.
Jetzt haben wir ein Gesetz und jetzt müssen wir uns darüber unterhalten, was dieses Gesetz alles sagt. Also ist jetzt nicht mehr möglich, für kommerzielle Gründe Inhalte zu blockieren. Man kann das nicht mehr in die Service-Verträge das reinschreiben. Man kann immer noch Dinge sperren, wenn man einen Gerichtsbeschluss hat. Und wir haben ein neues Recht. Dieses neue Recht ist, dass man die Internetverbindung mit jedem beliebigen Gerät verwenden darf. Und man kann nicht mehr daran gehindert werden, zum Beispiel seinen Laptop über das Telefon ans Internet anzubinden, über das Mobiltelefon. So, die 60% der gesamten Debatte waren darüber, wie man mit spezialisierten Diensten umgehen soll. Und die sollten ein Schlupfloch sein, durch das man halt Netzneutralität hintergehen kann. Und ein spezialisierter Service kann nur etwas sein, wenn es technisch begründet werden kann, wenn es anders nicht funktionieren würde. Das ist das Video, das Facebook, es geht um ein Video, in dem Facebook deinen Geburtstag zeigt. Und dieses Bild, das verkörpert genau das Problem. Nämlich, dass man halt dieses Video dann nur noch über diesen einen Dienst anschauen kann. Und wenn wir diesen Weg gegangen wären, dann wäre es alles sehr fragmentiert gewesen. Man hätte einen Facebook-Block gehabt, einen Stecker gehabt, einen für Google und so weiter. Das zweite Thema, was nicht so ganz klar ist, wie das vorherige, ist das Zero-Rating. Es ging also darum, dass man ein bestimmtes Datenkontingent zur Verfügung gestellt bekommen hat für sein Geld und dass bestimmte Dienste, wie hier gezeigt, von diesem Kontingent ausgenommen gewesen wären. Dieser Prozess ist noch nicht ganz abgeschlossen. Man kann nicht technisch diskriminieren. So, das heißt also, es ist verboten, das Internet aufhören zu lassen nach einer bestimmten Menge Daten, die übertragen sind und nur diese eine Anwendung weiterlaufen zu lassen. Das heißt also, was sie tun, ist Traffic Management. So, wenn ein hohes Datenverkehrsaufkommen ist und halt priorisiert werden muss, dann muss der Provider irgendwie entscheiden. Und der Provider, der darf klassenbasiertes Service Management einführen. Und der Service Provider, der muss, also der ISP, der Internet Service Provider, muss eine klare, veröffentlichte Erklärung haben, was der technische Grund ist, warum er solche Regeln einführt. Okay, respectmynet.eu ist ein Tool, was wir benutzen für die Kampagne für die Netzwerkneutralität. Es ist eine Infrastruktur, die dafür gebaut wurde, um zu sehen, welche Angriffe man auf Netzwerkneutralität hat. Und wir benutzen es in unseren Kampagnen, zum Beispiel in denen Thomas gerade gesprochen hat. Wenn wir es jetzt zum Beispiel mal benutzen wollen, dann können wir damit sehen, wie Internet Service Provider die Netzneutralitätsregulierungen in Europa umsetzen. Wie Thomas gesagt hat, gibt es unterschiedliche Konzepte, die gute und schlechte Sachen ermöglichen. Und die Frage ist, wie werden diese Sachen jetzt umgesetzt? Okay.
Jetzt ist es sozusagen so eine Art Crowdsourcing-Tool für die Suche nach Netzwerkneutralitätsverletzungen. Und wenn es Netzwerkneutralitätsverletzungen gibt, zum Beispiel in deinem Land oder von einem bestimmten Operator, dann hat man die Möglichkeit, hiermit eine Crowdsource-dokumentierte Liste von Verletzungen in Europa zusammenzusammeln. Und dann ist man nicht mehr alleine, wenn man Probleme mit einer Internetverbindung hat und sich wundert, ob das irgendwie alles richtig geht oder ob das eine allgemeine Störung ist oder ob andere Leute auch dieses Problem haben. Aber Crowdsourcing, die meisten der Verletzungen von der Netzneutralität zusammenzutragen, ist nicht genug. Es ist wichtig, aber das reicht nicht aus. In Französisch würde man sagen, das macht ein gutes Bein, aber das kann man schlecht übersetzen. Wir wollen diese Sache nutzen, um die Verletzungen auszubessern. So, dass wir direkt drauf zeigen können und sagen, hier ist eine Verletzung und die wollen wir reparieren. Wir wollen Regelungen haben, die die Netzneutralität sicherstellen. Und wir können das periodisch machen, immer wieder. Wir können große Dokumente anbringen und sagen, hier und hier und dort haben wir Probleme und die müssen wir angehen. Okay, die Seite ist also eine große Dokumentation und unsere aktivistische Form im Internet, wo alles sehr schnell ist und sehr schnelllebig und kurzfristig neue Informationen auftauchen, ist eine gute Dokumentation sehr wichtig, um sich zu erinnern, was in der Vergangenheit passiert ist, damit das nicht wieder passiert. Insbesondere bei Netzneutralität, weil das schon seit mehreren Jahren ein großes Thema ist. Die zweite Sache, die sehr wichtig ist für diese Art von Tools, ist, die Regulatoren verantwortlich zu machen, die Telekommunikationsanbieter. Wir können nämlich nicht so genau sehen, was private Firmen sonst so machen. Wenn man jetzt einen Telekom-Operator, zum Beispiel Belgacom, benutzt, dann müssen wir sehen, dass wie die Netzneutralität behandeln. Sie haben neue Verträge und veröffentlicht mit Zero Rating. Ich glaube, das gab es auch in Deutschland, dass man die Daten auf dem Mobiltelefon benutzt werden können bis zu einem bestimmten Punkt. Aber wenn man diesen Punkt erreicht hat, dann geht nichts mehr außer WhatsApp, das geht dann immer noch. Das ist ein gutes Beispiel für Verletzung der Netzneutralität durch Zero Rating, weil man nur noch WhatsApp benutzen konnte. Okay, es ist sehr einfach zu benutzen und es kostet nicht viel Zeit. Wenn man ein Problem auf seinem Computer hat, dann kann man gleich ausprobieren, ob das ein globales Problem ist. Und deswegen haben wir hier ein wirklich einfaches Formular. Das kann man verstehen, obwohl es ein sehr kompliziertes Thema ist, mit vielen Variationen und Elementen, aber da gibt es Elemente aus der Telekom-Regulation. Wir wollen das versuchen, so einfach wie möglich zu machen, dass man unterschiedliche Punkte wie Land, Operator, den Vertrag, den man hat, Festnetz oder Mobiltelefon, Anschluss, welche Art von Verletzung man hat. Hier sieht man als Beispiel Zero Rating, weil das die größte Diskriminierung sein wird, die wir in Zukunft beobachten können. Wenn du diese Daten eingibst aus diesem Formular, dann werden wir auf der Rückseite von der Site diese Fälle durchlesen und bewerten, wie gut sich das argumentieren lässt. Hier zum Beispiel steht, mein Internet ist langsam. To develop that
And that after it's shown on the webpage. Und nachdem wir alle diese Sachen auf der Webseite eingesammelt haben, nehmen wir die persönlichen Identifikationsdaten weg und nutzen das für unsere Kampagne. Unsere Site wird auch für Dinge genutzt, für die sie nicht gedacht war. Und das wird jetzt gerade in Ordnung gebracht. Sign, flag, let's say, on the test, it's a certain violation. We are going to develop linguistic admin groups, because, for example, I don't speak German, and when you have. Wir werden Sprachadministratoren einbauen in die Site, weil die Sprache von Verträgen sehr spezialisiert ist. Und wir werden Visualisierung von bestimmten Fällen einführen, um den Leuten zu helfen, besser einzuordnen, wo ihr Fall liegt. Die Seite ist umsonst nutzbar. Sie ist fast einfach zu nutzen. Und sie hat eine gemeinschaftlich erstellte Datenbank von Werten. Und es gibt hier die Möglichkeit, an einem Thema aktivistisch sich zu beteiligen, das nicht mit Terrorismus zu tun hat. Und das ist in letzter Zeit eine recht seltene Sache. Wir haben hier zwei Webseiten, wo Details dazu nochmal nachgelesen werden können. Und jetzt kommen noch unsere künftigen Themen. Wie kann man dieses Tool zum Einsatz bringen? Wir haben jetzt zwei neue Gesetzgebungen, einmal diesen Net Neutrality, wie auch Datenschutz. Aber die müssen auch noch an die Leute herangebracht werden. Es ist nicht besonders großer Nutzen, wenn man das im Prinzip hat, aber nicht in der Praxis. Es hilft uns nicht viel, wenn es zwar ein Gesetz gibt, dass es nicht erlaubt ist, aber es trotzdem passiert. Und wir müssen halt jetzt stark daran arbeiten, und für uns ist eine hohe Priorität, daran zu arbeiten, die Umsetzung dieser Gesetze auch voranzutreiben. Und wir nehmen uns ein Beispiel an der Electronic Frontier Foundation aus Amerika, die ihre Fälle von Bürgerrechtsverletzungen immer sehr genau auswählen, um damit dann auch erfolgreich die Gesetzgebung umsetzen zu können. Und der lilane Graph, der zeigt in Österreich den öffentlichen. Okay, das sind die Zugriffsdaten auf das öffentliche Fernsehen über mobil auf die Seite, und das Grüne ist der Zugriff auf die Seite des Telekom Operators, wo Videos gezeigt wurden, und wo der senkrechte Strich ist. Wo der Data Cap dann eingesetzt hat. Das heißt also, die eine Seite ist abgeschnitten worden und die andere ist halt weitergelaufen. So. Wir haben in den Niederlanden mehrere Beispiele. Es ist zum Beispiel nicht mehr erlaubt, bevorzugte Behandlungen für den eigenen Service anzubieten. Sie haben angefangen, den Kunden mehr Volumen anzubieten. Wie ich gesagt habe, Zero Rating ist eines der größten Probleme, die wir haben. Und wenn man es in Zahlen packen möchte, ungefähr 40% der Internetanbieter in Europa betreiben mindestens bei einer Anwendung Zero Rating. Also das ist quasi ein
Problem, was man quasi in jedem Netzwerk und Land finden kann, und wir müssen was dagegen tun, weil es gibt drastische Szenarien, die auf uns zukommen. Mark Zuckerberg hat zum Beispiel schon zweimal angekündigt, dass er freies Internet nach Europa bringen möchte, und er hat auch angekündigt, dass er Free Basic in die US bringen möchte. Und in den Staaten haben wir eine ziemlich harte Zeit vor uns. Donald Trump ist nicht besonders ein Fan für Netzneutralität, von dem, was er bisher von sich gegeben hat. Und wenn man guckt, welche Leute er in das Transition-Team gegeben hat, um die Regelungen zu erstellen, da kommt zum Beispiel Jeffrey Eisenbach, ein Hardcore-Telekom-Lobbyist. Also man kann sich schon ein Bild machen, was da in den USA auf uns zukommt. Wenn man in Zeitungen guckt, nach der Netzneutralität, da werden quasi Ideen vorgeschlagen, die allen Ideen von Netzneutralität überschreiben mit kapitalistischen Interessen von einzelnen Interessensvertretern. Sie sagen insbesondere keine Zivilgesellschaft, keine Nutzerrechte. Im Prinzip geht es darum, dass die Industrie ihre eigenen Regeln macht und Barrieren für Sachen aufbaut, die sie nicht mögen. Also im Wesentlichen kann man sagen, Netzneutralität in den Staaten wird in den Müll geworfen. Was ein Problem ist, wenn das wirklich passiert, dann kann man als Startup nur noch eine Chance haben, wenn man mit monopolistischen Firmen zusammenarbeitet. In Europa haben wir außerdem einen ziemlich beängstigenden Vorschlag. Ein Teil davon kommt von Günther Oettinger. Er hat im September diesen Jahres eine neue Regelung vorgeschlagen für BEREC. Wer hier weiß, was BEREC ist? Okay, einige wissen Bescheid. BEREC ist der Schirm für die europäischen Regulierer des Internets. Und die sind eine Stimme der Vernunft und haben ein gutes Modell, um unterschiedliche Perspektiven zu betrachten. Und diese Kommission versucht mit diesem neuen Gesetz diese Agentur zu ersetzen durch eine unabhängige Gerichtsperson, die dann quasi die Kommission der Kommission Regeln vorschreibt. Und das es passieren sehr verrückte Dinge. So können dann zum Beispiel Präsidenten dieser Assoziation von Hand ausgewählt werden, aber natürlich nur von den großen Spielern von einer Liste, die vorgegeben wird. Wir müssen dieses Gesetz wirklich nah verfolgen, dass, wenn das durchgeht, dann wird das im Wesentlichen bedeuten, dass die Agenturen, die Netzneutralität sicherstellen, das Power-Netzwerk für die Europäische Union ersetzt wird durch Interessensvertretung aus der Industrie und nicht für Bürgerrechte. Deshalb fragen wir euch alle, dass ihr jede einzelne Verletzung der Netzneutralität, die ihr findet, meldet und hier aufbaut, denn wir wollen auch lernen, welche Verletzungen es da gibt, wo da was passiert, und dann suchen wir Partner in verschiedenen Ländern, um versuchen, dagegen vorzugehen, damit das Internet frei und offen bleibt. Man kann es zusammen sagen, mit diesem neuen Gesetz zur Netzneutralität, haben wir einen Werkzeugkasten, um das Internet frei zu haben. Und mit dieser Seite haben wir ein Crowdsource-Werkzeug, um das zu tun. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir waren früher diese Organisation, und jetzt haben wir unseren Namen geändert und sind diese Organisation. Vielen Dank. Wir haben noch Zeit für ein paar Fragen. Bitte kommt zu den Mikrofonen und ich rufe euch dann auf.
Nobody so far. Is there a question from the internet? Gibt es eine Frage vom Internet? You answered all open questions exhaustively. That is great. Du hast alle Fragen bereits beantwortet. Da gibt es eine Frage. Well then, number five, please, go ahead. Hi, Marin here. My question as an IT guy is. Marin, als ein IT Guy frage ich. Automation, the process to file this. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, den Prozess dieses Einreichens der Beschwerden zu automatisieren? Quota per month and they can easily start an app which checks about 50 different services. Das heißt also, ihr könntet eine App bauen, die sich auf unterschiedlichen Mobiltelefonen installieren lässt und halt das einfach überprüft, ob die Regulierung, ob es Quotas gibt und wie die eingehalten werden. Yeah. The thing is that would only cover a certain type of violation. Das würde nur eine bestimmte Anzahl von Verletzungen der Gesetzgebung abdecken. Ich würde zum Beispiel nicht mitkriegen, wenn der Telekom-Operator, wenn die Telefongesellschaft bestimmte Klauseln in ihre Verträge reinschreibt, die unzulässig sind. Software that you can use on your own computer to test if your internet connection is open and neutral. Wir haben bereits jetzt eine Software, mit der du das prüfen kannst, ob deine Internetverbindung offen und frei ist. Wir brauchen mehr Entwickler, die an dieser Software weiterentwickeln, um sie up to date zu halten. Die Bedrohung in Amerika ist sehr reell. Eine automatisiertes Testen der BitTorrent Clients passiert bereits. Die laden ihre Daten nach Measurement Lab. Und dort wird geschaut, wie die Telefongesellschaften damit umgehen. Yes, I have a question regarding the regulation to reform BEREC. Zu der Gesetzgebung BEREC zu reformieren, möchte ich wissen, ob ihr plant, das anzugreifen und ob ihr da Unterstützung braucht. Vielen Dank für deine Unterstützung und vielen Dank für deinen Enthusiasmus. 2016. And now the Parliament and the Council are just slowly starting to work on that. And das Thema ist noch nicht entschieden. Der Kanzler und das Parlament arbeiten gerade daran, wie sie damit umgehen wollen. Es wird gerade noch entschieden, was die beste Strategie ist, damit umzugehen. Das heißt also, wir haben noch keine tatsächliche Beschwerde. And the next person, microphone number three. Thank you very much for an excellent talk. Vielen Dank für den guten Vortrag. For Save the Internet, there was a lot of national NGOs active. Für Save the Internet gab es viele nationale Betätigung von Nichtregierungsorganisationen. Was können wir jetzt auf nationaler Ebene tun, um diesen Power Grab der Kommission zu BEREC zu verhindern? Im Europäischen Das ist eine offene Situation und im Europäischen Council wird das gerade besprochen. Der Ausgang ist noch nicht ganz klar. Und das Council wird darüber abstimmen. Und es wird der schlechteste Rapporteur, den wir hätten haben können, der auch für das Net Neutrality Law Gesetz zuständig war, ist jetzt auch wieder für diese Sache zuständig. Und ich hoffe, dass ein paar Länder und Regulierungsbehörden das sehen und
der Kommission das nicht gestatten werden, sich da einzufügen in diese Gesetz, in die Entscheidungsstrukturen. Thank you very much for the talk. Vielen Dank für den Vortrag. It's possible to actually convince telecom companies to be on our side, so to say, and to. Glaubt ihr, dass es möglich wäre, die Telefongesellschaften auf unsere Seite zu bringen und dazu zu bringen, auf unserer Seite zu sein und Netzneutralität auch durchsetzen zu wollen? Das Problem mit Telefongesellschaften ist, dass du gegen ihr Geschäftsmodell gehst. Zero Rating kann ihr Geschäftsmodell verbessern. Oder zumindest sehen sie es nicht anders. Auf der einen Seite hat man Kundenschutz, auf der anderen Seite hat man private Gewinne. Und es wird dir sehr schwer fallen, die beiden so miteinander zu verbinden, dass der Telekom-Operator das als einen Vorteil für sich sieht. Aber wir können es diskutieren. Because they've realized that net neutrality is good for their business model, because this open platform creates the demand for the only product they really have. Diese offene Plattform hier generiert Bedarf für das einzige Produkt, was sie wirklich haben, offenen Internetzugang. Und insofern verstehen sie schon ein bisschen, dass es in ihrem Interesse ist. Ja, wir bitten euch natürlich auch, die Telekoms zu beeinflussen. Wir werden im Teehaus von La Quadrature sein und da könnt ihr weiter mit uns reden. Vielen Dank. Was ihr auch noch machen könnt, ist